Und ja, sobald ich eben in dem nächsten Gebiet bin, suche ich gleich den Händler auf. Sagt nun gut. Aber das Standardzeug, das lasse ich hier einfach mal liegen. Oh, da ist noch ein Bogen. Ich bin schon unterwegs. So, der kann dann noch weg. Ich warte, was immer ihr wünscht. Gut, das heißt, wir können nach Amektran weiter. Der Staub, der um euch durch die Luft wirbelt, legt sich ein wenig. Ihr könnt ein Dorf erkennen, bei dem es sich nur um Amketran handeln kann. Oder Amketran. Das Dorf schmiegt sich in einen Felsen, der sich mitten in einer trockenen und lebensfeindlichen Wüste befindet. Ihr fragt euch, wie ein derartiger Ort überhaupt überleben kann. Das Dorf wird von einer großen, prächtig verzierten Festung überschattet, die offenbar aus dem riesigen Fels selbst geschnitten wurde. Ihr Zweck ist euch unbekannt. Jo. Ah, wir sind in Kapitel 9 angekommen. Mal sehen. Das hatten wir schon. Melisan hat die Zerstörung von Saradosh überlebt und einen Plan, um Abbasigal und Sendai Yagashuras Verbündete aufzuhalten. Offenbar bleibt mir kaum eine andere Wahl, als diesen Plan zu akzeptieren und sie in ihren eigenen Enklaven zu stellen, wo sie gerade ihre Armeen zusammentrommeln. Andernfalls würden sie mich wohl früher oder später ohnehin angreifen. Im Moment ist sowohl in Tethir als auch an vielen vielen anderen Orten zu unsicher. Lelisan hat mir daher angeboten, dass ich in dem abgelegenen Dorf Amketran Unterschlupf finden könnte. Sie wird dafür sorgen, dass ich von einem ihrer Verbündeten namens Balthas empfangen werde. Sie wird mir mitteilen, wo sich die Enklaven befinden, sobald ich dort angekommen bin. Ja, Tagebucheinträge, die haben wir auch noch nicht gelesen. Ja, das war noch 7. Kapitel, aber gucken wir mal 8. Die Herausforderung und der Geist des Schicksals. Sarivok hat mich über zwei wichtige Aspekte des Einsprengsels informiert. Zuerst gibt es da die Herausforderung. Es gibt 5 Gänge, die vom Hauptraum fortführen. Und ich bin mir sicher, dass sie sich öffnen werden, wenn ich bereit bin, mich dem zu stellen, was dahinter auf mich wartet. Wie diese Herausforderungen aussehen werden, kann ich nicht sagen. Sarivok hat auf jeden Fall angedeutet, dass die Herausforderungen nicht einfach werden würden. Und dass ich mir auf jeden Fall Verstärkung besorgen sollte. Und damit sind wir auch schon beim Geist des Schicksals. Ich weiß wirklich nicht, wie es dieser Geist des Schicksals bewerkstelligt, aber er scheint das Schicksal jener Leute kontrollieren zu können, deren Schicksal mit dem meinigen verbunden ist. Der Geist des Schicksals kann Gefährten für mich beschwören. Es sind keine Diener, aber vielleicht Freunde. Um mit dem Geist des Schicksals zu sprechen, muss ich ihn nur ansprechen. Er befindet sich nahe des Eingangs der Ebene. Ja, der Solar hat mich erneut in das Einsprengsel gerufen und mir interessante Details über meine Vergangenheit verraten. Damals, als Gorion den Angriff auf den Bartempel gestartet und meine Mutter getötet hat, hätte es ebenso gut passieren können, dass der Sarivok anstatt mich gerettet hätte. Ich frage mich jetzt, wie unsere Leben dann verlaufen werden. Die Information war zwar sehr interessant, aber es ist schwer zu beurteilen, welche Bedeutung sie in meiner jetzigen Situation konkret hat. Der Solar war kryptisch wie immer, aber er hat einen weiteren Durchgang im Einsprengsel geöffnet, der zu einer weiteren Herausforderung führt. Was hinter diesem Durchgang liegt, muss ich selbst herausfinden. Es beginnt. Noch bevor ich Sultan Esalar verlassen habe, habe ich bereits die Geschichte gehört, die aus allen möglichen Richtungen eingetroffen sind. Geschichten von zahllosen... Kann ich das noch nach Datum sortieren? Achso, ja, okay. Da hätte ich hier erst lesen sollen. Es beginnt. Noch bevor ich Sultan Esalar verlassen habe, habe ich bereits die Geschichten gehört, die aus allen möglichen Richtungen eingetroffen sind. Geschichten von zahllosen Armeen, von Städten, die zerstört werden und von um einen einzigen Magier zu vernichten. Von Tod und Zerstörung entlang der ganzen Schwertküste. Alles dreht sich um die Baalbrut. Sie werden gejagt und die jagen einander. Egal wie der Fall an
einem bestimmten Ort gelagert ist. Dort, wo sich ein Kind bald zeigt, kommt es kurz darauf zu Gewalttätigkeiten, Furcht und Panik. Verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Und selbst Unschuldige, bei denen nur vermutet wird, dass sie mit der Essenz Baals verseucht sind, werden aus ihrer Heimat vertrieben oder getötet. Selbst die Länder der Elfen sind vor diesem wahnsinnig gefeit. Ich habe die Erleichterung verspürt, die die Elfen empfunden haben, als ich die Stadt verließ, die ich noch kurz zuvor gerettet hatte. Zumindest Elisim gab mir noch einen Ratschlag mit auf dem Weg. Es gibt einen Bereich im alten Elfenwald, in dem sich uralte Ahnengeister der Elfen befinden. Diese Geister sind an riesige Gestalten aus Stein gebunden. Selbst die Elfen können sich nicht erinnern, wann sie angefertigt wurden. Es ist ein heiliger Ort, den normalerweise nur Angehörige des elfischen Adels betreten dürfen. Ach, das hatten wir, glaube ich, alles schon. Aber lesen wir zu Ende. Elisim hat mir jedoch gestattet, die Lichtung zu betreten. Vielleicht kann ich von dem Wissen profitieren, das ich dort erhalte. Elfen, ich bin allein dorthin aufgebrochen. Keiner der Elfen will in meiner Nähe sein. Obwohl dieser Ort angeblich einsam abgeschieden ist, bin ich mir doch sicher, dass ich auch dort nicht in Sicherheit sein werde. Ich sollte meine Waffen schärfen, meine Rüstung anlegen und mit allem rechnen. Ja, ein Engel hat mich in den Abyss zurückgebracht und mich darüber informiert, dass meine Bestimmung als Kind Barts offenbar kurz davor steht, sich zu erfüllen. Das hatten wir auch schon. Gut, dann machen wir mal in Kapitel 9 weiter. Saradosh wurde dem Erdboden gleichgemacht. Yagashura hat die Stadtmauern eingerissen, um ein ganz bestimmtes Kind Baals zu finden. Mich. Da ich jedoch nicht dort war, hat er seine Wut ausgelassen, indem er alles zerstörte, was er in die Finger bekam. Natürlich fielen ihm auch alle anderen Kinder Baals zum Opfer, die dort Zuflucht gesucht hatten. Melisan hat überlebt, schien jedoch am Boden zerstört. Ich bin eins der wenigen Kinder Baals, das noch überlebt hat. Die restlichen Kinder Baals, die noch existieren, sind die mächtigsten Angehörigen der Baalbrut auf ganz Ferun. Sie jagen schon seit längerer Zeit ihre Brüder und Schwestern und damit natürlich auch mich. Welchen Zweck sie damit verfolgen, wusste selbst Melisan nicht. Vielleicht planen sie Baal wiederzubeleben und dann sozusagen seine Avatare in den Reichen zu werden. Vielleicht planen sie selbst zu Göttern zu werden. Was auch immer sie planen, ich werde auf jeden Fall nicht ruhen, bis ich tot bin. Melisan behauptet, dass sie gemeinsam stark genug sind, um selbst mich zu zerstören. Ich habe wohl kaum eine andere Wahl, als Melisans Angebot, mir zu helfen, anzunehmen. Sie kennt einen sicheren Ort in der Kalimswüste, einen Ort namens Amketran. Ich kann diesen Ort nutzen, um gegen die Baalwut vorzugehen, die mich jagt. Und zu alle Fragen mich bezüglich meiner Zukunft und meines Schicksals, wie auch immer aussehen mag, ein für alle Mal zu beantworten. Gut. Wenn ihr es wollt. Das heißt, wir können jetzt Amketran betreten, die Höhle der Toten, Schmugglerhöhle, Kerik Schmiede und Arcana Archive 2, Taverne, Tempel des Vauken. Ja, das heißt, ihr da, Balthasar wartet doch bereits auf euch. So ist es, ist Melisan, möglicherweise, ich hätte da ein paar Fragen, ist Melisan. Alle Fragen, die ihr habt, könnt ihr direkt an Balthasar richten. Versammelt eure Freunde um euch. Balthasar kommt jetzt. So, ihr müsst der Nachkomme des Baal sein, von dem Melisan mir erzählte. Ich habe euch erwartet. Ja, wo ist Melisan? Ich muss sie unbedingt sprechen. Ja, bin ich. Ich bin Balthasar. Oberhaupt des Mönchsordens hier in Amketran und gleichzeitig dessen Regent. Aber das ist keine offizielle Position. Melisan war vor euch hier und sprach mit mir über euer Kommen. Mhm. Melisan hat das Dorf bereits verlassen. Mit unbekanntem Ziel. Doch sie hat mir einige Hinweise für euch dargelassen, wie man diese Enklaven erreicht, die sie erwähnte. Ist es das, was ihr erwartet habt? Nein, sie sagte, sie wollte sich hier mit mir treffen. Sie sprach von euch, ich bin für eure Hilfe dankbar. Wie kann ich euch trauen, dass ihr mir die richtigen Informationen gebt? Ich weiß nichts von euch. Sie sprach von euch, nehmen wir mal das. Melisan hat für euch gebürgt, Talisa. Soweit es geht, werde ich eure Anwesenheit tolerieren und euch die Informationen geben, um die mich Melisan bat. Hier sind die Karten zu den Enklaven, von denen Melisan sprach. Keine von ihnen ist sonderlich weit entfernt, wie ihr sehen könnt. Fügt sie eurer eigenen Karte hinzu, wenn ihr wollt. Macht mit ihnen, was ihr wollt, Talisa. Amketran steht zu eurer Verfügung, wenn ihr eure Vorräte auffrischen oder euch etwas ausruhen wollt. Und stört nicht meine eigenen Aktivitäten, da wird auch niemand etwas geschehen, ist das klar?
Von welchen Aktivitäten sprecht ihr? Ich hatte eigentlich etwas mehr Freundlichkeit erwartet. Ihr solltet mir ja nicht drohen, Balthasar. Das ist nur gerecht. Schließlich ist es eure Stadt. Von welchen Aktivitäten sprecht ihr? Das geht euch nichts an. In meiner Festung habt ihr nichts verloren. Ansonsten steht euch alles offen. Einen schönen Tag noch und viel Glück, Talisa. Warum habe ich nur das Gefühl, dass der noch uns noch Schwierigkeiten machen könnte? Ja, natürlich. Mal hier können wir nicht rein. Zeit aufzubauen. Okay, okay. Ich stimme dem Bild. Und ich nehme auch nicht an, dass Imoen. Ja. Das magische Schloss lässt sich nur mit einem bestimmten Schlüssel öffnen. Es reizt sich wahrscheinlich mal, dem Schloss herumzuspielen. Gut, was sagt das Tagebuch? Da nichts Neues. Erledigte Aufgaben. Ja, Angriff auf die Enklaven. Ist auch schlimm, dass wir hier noch Leichen aus den vorherigen Kapiteln hatten. Zum Beispiel den Einlass ins Heim und die Verfolgung von Irenikus. Ah ja, Kapitel 9. Gucken wir mal. Ich habe es endlich geschafft, mich mit Balthasar, dem Anführer des Mönchsorden, am Ketran zu treffen. Er hat mich zwar nicht gerade mit offenen Armen empfangen, aber er hat mir gestattet, so lange in der Stadt zu bleiben, wie ich nicht versuche, das Kloster zu betreten oder mich in seine Angelegenheiten zu mischen. Er hat mir außerdem Karten gegeben, die mich zu den Enklaven der Balbot führen. Offenbar hat Melisam ihm diese Karte gegeben. Wo sich Melisam im Moment aufhält, ist offenbar ein Rätsel. Ich bin mir nicht wirklich sicher, ob man diesem Balthasar trauen kann. Im Moment bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als diese Enklaven zu untersuchen. Falls die letzten Kinder bald tatsächlich dort Armeen ausheben, muss ich wohl etwas dagegen tun. Jo, das sind dann die beiden Enklaven hier. Nämlich Sendais Enklave und Abasiga als Lagerstätte. Vorher haben wir aber immer noch das da oben zu klären. Bei der wachenden Festung gibt es halt wirklich schickes Zeug. Das weiß ich noch, weil ich sie mal im Hauptspiel ein bisschen erkundet hatte. Dann aber gemerkt habe, dass sie ziemlich schnell ziemlich schwer wird am Anfang. Also wenn man noch recht frisch im Shadows of Am ist. Deswegen habe ich das jetzt auf Throne of Baal zurückgeschoben, wo wir ja jetzt schon ziemlich weit sind. Und müssten eigentlich jetzt gut mit der wachenden Festung klarkommen auch. Außer sie hat übelstes Level-Scaling. Wer seid ihr? Ja. Ihr wollt doch sicher nicht in diese Höhle gehen. Dort begraben wir unsere Toten. Aber jetzt will es dort von echt üblen Kreaturen. Mama hat das gesagt. Die Priesterin sagt, dass es lauter Untote sind, aber sie kann nichts dagegen tun. Balthasar hilft uns auch nicht. Mein Papa sagt, dieser Fremde hat diese Kreaturen hergebracht. Dieser Fremde, wer ist das? Ich kenne seinen Namen nicht. Er sagt, er reist hier nur durch, aber seine Tochter ist fürchterlich krank geworden, bloß nachdem er angekommen ist. Dann hat er etwas davon gesagt, dass ihn die Toten holen wollen und allen damit ziemliche Angst gemacht. Und er hat wohl recht damit gehabt. Und Papa hat gesagt, deswegen hat Balthasar die Höhle versiegelt. Jetzt kann ich nicht mal mehr zum Grab meiner Mama gehen. Wo kann ich diesen Fremden finden? Ich habe gehört, er hat ein Haus im Dorf gemietet, aber ich weiß nicht welches. Papa sagt, er soll für ein Loch. Vielleicht könnt ihr ihn ja in Zakis Schenke finden. Aber ich habe euch nichts zu sagen. Okay, ich muss dann weg. Der ist aber schnell unterwegs. Hat aber ein Tagebucheintrag. Ein kleiner Junge, den ich vor dem versiegelten Friedhofshöhle getroffen habe, hat erwähnt, dass ein seltsamer Mann in der Stadt angekommen ist, der behauptet hat, indirekt für das Auftauchen der untoten Kreaturen am Friedhof verantwortlich zu sein. Ich kann den Mann vermutlich in der örtlichen Schenke finden. Ja. Ein unsichtbares Kraftfeld hindert euch daran, die Höhle zu betreten. Um die Höhle zu gelangen, werdet ihr eine Möglichkeit finden müssen, es zu bannen. Mhm. Eine Ratte. Bitte verschont mich. Ich flehe euch an. Asana Harad, bitte verschont mich, ich flehe. Diebischer Bauerntrampel. Betteln hilft euch jetzt auch nicht weiter. Wir werden ein Exempel an euch statuieren, damit es sich die anderen künftig zweimal überlegen, ob sie uns bestehlen wollen oder nicht. Ich bitte euch, meine Tochter wollte nichts Unrechtes tun. Ihre Absichten waren lauter, auch wenn sie falsch gehandelt hat. Aha. Lautere Absichten? Wie wollt ihr es rechtfertigen, dass eure Tochter unser sauer verdientes Gold gestohlen hat, Bürgermeister Harad? Die Leute hungern. Nahrungsmittel sind äußerst knapp. Asana braucht euer Geld, um auf dem schwarzen Markt Brot für die Armen zu kaufen.
Die Probleme eurer Stadt gehen uns nichts an, Bürgermeister. Eure Ausflüchte können die Verbrechen eurer Tochter nicht entschuldigen.